das Eis. Wer erbt eigentlich den Thron, falls Lady Hellbender einen Unfall hat? Vielleicht ist sie unsterblich. Oh, gut, sieht wirklich schrecklich aus. Wow, kann ich auch mal was Eis würfeln? Nein. Mann, du bist so ein Sesselfurzer. Wenn wir mit der Monsterkönigin verhandeln, wie viel verlangen wir dann für unser Monster? Was soll das heißen? Nicht gierig. Wir betreiben hier ein Geschäft. Wir müssen diesmal Profit machen. Hey, Quill, vergiss nicht, was warum wir besprochen so viel haben. Nicht schon zu bezahlen. Der Rest von uns auch Jetstiefel. Man muss jahrelang intensiv trainieren, um diese Dinger bedienen zu können. Ich bin gut. Wow, die kommt definitiv in meine Festungstop 10. Ja, das sieht nach einem brutalen Kampf aus. Falls wir uns durch die Wachen der Festung kämpfen müssen. Wir haben also unsere Zeit vergeudet. Wurden für nichts fast getötet. Und verhaftet. Das hat Spaß gemacht. Es war mittelmäßig amüsant. Und jetzt haben wir eine tickende Zeitbombe im Schiff und schulden dem Bullen Geld. Oh, wir haben auch nie Glück. Immer sind da irgendwelche blöden Blobmonster oder wütende Weltraumbullen oder Schiffsexplosionen, die uns aufhalten. Und das Wetter ist immer schlecht. Genau. Ich bin nass und hungrig und wütend, aber verflagt. Ich werde diesen Deal nicht aufgeben nach allem. Bringen wir es einfach hinter uns. Ich hoffe, wir sind bald da. Ja, sieht so aus. Oh, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Okay. Es ist weiter, als es aussah. Viel weiter. Diese verflagte Brücke geht bis ins Nirvana. Nein, du übertreibst, Nager. Sie endet bei der Festung und die liegt nicht im Nirvana. Na toll, jetzt bin ich wirklich beruhigt. Dann gehen wir mal, oder? Und gut, sieht wirklich überzeugend aus. Peter? Hast du nicht was vergessen? Ich bin gut. Ja. Oh, na klar. Der Käfig. Wir haben das blöde Ding ja extra besorgt, damit sie keinen Verdacht schöpft. Sieht monströs aus. Groot! Magst du dich reinquetschen? Ich bin Groot. Peter Quill, überleg dir das nochmal. Der Holzmann sieht nicht sehr monströs aus. Naja. Drax, wir machen es so, wie wir es auf der Milano geplant haben. Du bist ein Sturkopf. Der Nager ist Nein, das beste Monster. Nein, ich bin kein Sturkopf. Ich beharre nur auf meiner Meinung. Der Nager ist ein Waschbär. Weil es die richtige Entscheidung ist. Los, ihr Turteltäubchen, gehen wir. Die Brücke wird nicht kürzer. Ich hoffe, Lady Hellbender ist so gutgläubig, wie du es dir vorstellst. Hey, halt durch da drin, Kumpel. Ich hol dich da raus, wenn die Zeit reif ist. Rocket Style, wenn's sein muss. Drap. Gamora, hilfst du mir mal? Was, wieso nicht? Ich muss für die Sicherheit unseres Anführers sorgen. Ach, komm schon. Guck mich nicht an wie ein Dackel, ich zieh das Ding nicht. Und denk dran, Kumpel, furchteinflößend, so wie ich, nur eben größer. Ich bin gut. Naja, es ging so. Ja, so klappt's. Er setzt sich auch noch oben drauf. Okay, es geht weiter. Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber wir wollen dir nur einen neuen Freund zurückbringen. Ich weiß, dass er mich nicht versteht, aber vielleicht reagiert er auf den beruhigenden Klang meiner Stimme. Kennt jemand einen Lagerfeuersong oder sowas, um uns die Zeit zu vertreiben? Oh, ich kenne einen. Er heißt... Hör bitte auf. Okay, ja, okay. Moment. Heißt dein Song, hör bitte auf? Nein. Okay. Also, wie lange noch, bevor jemand anderer dieses Ding sieht? Bis zur Festung sind es noch 60 Klicks. Ich würde sagen, eher 75. Es gibt nur einen Weg, das sicher zu ermitteln. 0,1 Klicks.
0,2 Klicks. 0,9. 2,1. 0,3 Klicks. 4,5. 0,4 Klicks. 0,5 Klicks. 0,6 Klicks. Mal. Hör auf, Klicks zu zählen.13 lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komm gleich nach. Versprochen. Schon klar. Ja, die Blende. Also, willkommen zu einem neuen Let's Play. Zu Part 1. Wir spielen, aber es gar nichts auf die Galaxie. Hoffentlich war es kein Witz von Mom zu Star-Lord zu gehen. Ja, falls sie jemals hier draußen in der Pampa spielen. Ein bisschen spielen. Ich brauche mehr Hornhaut. Wenn du weiter so gut triffst, George, schaffst du es mit Sicherheit in die Hall of Fame. Ey, nur guck ich es jung. Spieler. Oha, jetzt geht's hier weiter. Bald ist es warm genug, um die Nacht im Garten zu verbringen. Ich schlaf gern unter dem Sternenhimmel und frage mich, was da draußen wohl ist. Mom sagt, Opa hat viel darauf gespielt, als sie ein Kind war. Aber es ist kaputt, seit ich denken kann. Okay. Andy sagt, man kriegt einen Hirnparasiten, wenn man die Zahnbürste teilt. Und stell dir mal vor, da wächst was in dir und übernimmt dich langsam. Oha. Ja, die Tür schon gelassen. Nur war er wahrscheinlich selbst. Und später. Jetzt war es noch schwer, dass ich mal. Ich bin schon aufpassen. Oh Mann, das wird echt total cool. Na, sieh mal einer an, wer sich da am Ende auch noch die Ehre gibt. Wo ist denn jetzt mein Kuchen? Ich hab dich gewarnt. Du hast ihn nicht gegessen. Ich bin so satt. Mann. Oh.
Okay, pflanz dich hin, Schlafmütze. Keine Sorge, ich werde nicht singen. Ich find's schön, wenn du singst. Tja, ich glaube, das findest nur du. Los, wünsch dir was. Du bist jetzt ein richtiger Teenager. Oh nein. Wow, so viele Freundinnen. Da ist wohl jemand sehr beliebt in der Schule. Mom. Was denn? Du bist ein hübscher Kerl. Die Mädchen werden dir reihenweise hinterherlaufen. Mom. Sie nicht ausgepustet. Was hast du dir gewünscht? Was sollte ich mir denn wünschen? Ich hab doch alles, was ich brauche. Wow. Ich bin gespannt, um welchen großen Gefallen du mich jetzt bittest. Nur 10 Mäuse. Dan, Andy und ich wollen uns den Ritter des Kosmos im Rio ansehen. Ein Film, oder? Und heute, ja? Ach, komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Eigentlich möchte ich nicht, dass du sowas siehst, Peter. Weil, weißt du noch, dieser mit der Eishockeymaske. Da hast du 3 Nächte in meinem Bett geschlafen. Amphibien relativieren. Hast du in meinem Alter nicht schlimmere Filme gesehen? So schlimm ist der nicht. Das ist schon ewig her. Und der ist auch lange nicht so schlimm. Er ist ab 12 und ich bin schon 13. Ab 12? Na prima. Da gibt es reichlich Schießereien und nackte Haut. Nicht richtig nackte Haut. Vielleicht ein Hintern oder so. Kein sehr gutes Argument. Nein, ich dachte, dass wir heute etwas Zeit miteinander verbringen und vielleicht unser Spiel beenden. Du kannst dich nicht drücken jetzt, wo ich kurz vorm Gewinnen bin. Argumentieren, Kompromiss. Das ist cool. Okay, aber darum geht's nicht. Heute ist die Premiere und gleichzeitig mein Geburtstag. Das ist doch sowas wie Bestimmung. Bestimmung, ha? Huh? Bitte, bitte? Ich weiß nicht. Der Truck ist in der Werkstatt. Und du sollst nicht nachts rumlaufen. Da treiben sich komische Gestalten rum. Es ist nicht sicher. Beruhigen, argumentieren. Ich werde vorsichtig sein. nein. Wird er nicht. Ich bin kein kleines Kind mehr. Ich komme doch auch alleine von der Schule nach Hause. Und gestern kamst du mit einem blauen Auge. Ich hab doch gesagt, ich das war... Ich weiß. Du hast dich für jemanden eingesetzt. Das war gut. Aber du kannst kein Problem lösen, indem du eine Schlägerei anfängst. Ich konnte doch nicht nur zusehen. Nein. Natürlich nicht. Ach, na gut. Gib mir meine Tasche. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem Bett. Geh und hol's her. Ich mach noch die Küche fertig. Aha. Wir machen's gemeinsam auf. Und was ist mit Dad passiert? Verdammt! Mom hat vorgestern gesagt, ich soll die Wäsche einräumen. Das mache ich morgen früh als erstes. Pfadfinder-Ehrenwort. Mach ich morgen. Natürlich. Der Kuchen sieht super professionell aus. Ist der sicher nicht gekauft? Spar dir die Schmeichelei, Peter. Und nicht ausführen. Prostet. Lass bloß die Finger von dem Knopf. Lass sie in Ruhe. Ich liebe sie. Und sie hat sogar einen kleinen Handabdruck von dir. Oh no. Langweilig. Bah. Der verkeckte Dunst, der verdrückte Dunstabzug. Ich sollte dich dein Zimmer aufräumen lassen, bevor du gehst. Bitte nicht. Eines Tages werde ich runtergehen und einfach alles wegwerfen. Den muss ich später unbedingt Andy geben. Es war echt fair von ihm, sich den Star-Lord-Aufnäher nicht selbst auf die Jacke zu nähen. Es wäre voll peinlich, wenn wir ihn beide tragen würden. Meiner Hose geht's nach der Rauferei nicht viel besser als meinem Auge. Was ist? Bist du plötzlich zu alt für Geschenke? Was? Nein, ich hab mich nur umgesehen.
mich an Dinge erinnert. Oma und Opa. Ich wünschte, sie könnten auch hier sein. Also, sie ist eine gute Mom. Also, darf die Hose auf dem Tisch. Dafür hätte ich große Güte. Was ich dafür gekriegt hätte, will ich mir gar nicht vorstellen. Wie kommen wir zum Kino? Hey, Kubrick. Kumpel, egal wie lange du hier auf Opa und Oma wartest, sie kommen nicht zurück. Tisch legen, oh Gott. Tut mir leid. Das ist... Je länger du mit dem Geschenk wartest, das hätte er gekriegt. Desto eher überlege ich mir das mit das dem Film noch an. Auf keinen Fall, sowas tust du nicht. Mom steht kurz davor, dieses Spiel zu gewinnen. Ist eine coole Mom. Oha. Manchmal durfte ich bei Oma und Opa schlafen, wenn ich unten im Keller zu viel Angst hatte. Zum Glück habe ich endlich die Frisur, die ich immer wollte. Aha. Ich vermisse sie sehr. Oma hat mich am Sonntag immer zu Botengängen mit in die Stadt genommen. Auf dem Rückweg gab's immer ein Eis. Sogar im Winter. Ich weiß nicht viel über Kunst, aber ich weiß, dass das hier sehr gut ist. Oma hatte wirklich Talent. Na, na. Ach so, ist Oma gemeint, ja dann. Ich dachte, sie kauft eine Kunst, kauft das Kunstwerk. Der Himmel ist klar. Ob Mom sich heute Abend die Sterne ansieht, wenn ich im Kino bin? Meredith Quill, perfektes Spiel. Nicht schlecht. Mom muss mir unbedingt das Schießen beibringen. Eigentlich sollte Opa das diesen Sommer machen. Dan sagt, jede UFO-Sichtung ist in Wahrheit ein Wetterballon oder ein heller Stern. Aber es sind so viele. Könnten ein paar davon nicht echt sein? In dem Universum, wo das gespielt, sehr wahrscheinlich. In echt, kann man darüber diskutieren. Ich weiß, es klingt verrückt, aber Mom ist überzeugt, dass mein Dad ein Alien war. Sie glaubt es wirklich. Könnte sie recht haben? Das Geschenk. Nämlich schon ausgepackt. Wir sind bei der Festung der Monster. Damit werden wir am Eingang. Wie gesagt, vertraust du mir nicht, Rocket? Wenn's um Groot geht, klar nein! Ich lege seine Rinde nicht ganz allein in deine Hände. Deine Entscheidung, Peter. Du bist nur neidisch, weil mein Plan besser ist. Du bist grün vor Neid. Besser als grün und blau. Ich bin sicher, du kannst Gamora diese Sache anvertrauen, die ich voll mitgekriegt habe. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen. Ich würde ihr dein Leben auch anvertrauen, aber nicht das von Groot. Okay, gemein. Ich habe viel mehr Erfahrung beim Reinschleichen als du. Und ich sage, ich hätte mit meinem Tracker bessere Chancen, ihn zu finden. Nicht ohne dabei jeden denkbaren Alarm auszulösen. Und du wurdest überstimmt. Meinen die das ernst? Das werden wir gleich rausfinden. Name? Wächter der Galaxie. Nie von euch gehört. Naja, ihr lebt ja auch auf einer Schlammkugel mitten im Nirgendwo. Bitte? Er meint, ihr werdet bald von uns hören. Im Kree-System sind wir total bekannt. Was ist denn der Kiste? Eine seltene Kreatur, die letzte ihrer Art und ein richtig klasse Typ. Sieht aus wie ein Busch. Es ist ein Baum. Ich bin ein sprechender Baum. Das ist neu. Okay, geht weiter. Na, dann klappt. Bevor ich's mir anders überlege. Aber wenn's der Lady nicht gefällt, werde ich eure Überreste in dieser Kiste nach draußen karren. Danke, Officer. Schönen Tag noch. Officer? Ist doch egal. Nicht gerade ein einfacher Weg, wenn alles den Bach runter. Ich hoffe gut an den Helden. Wir haben einen Killermonster und einen soliden Plan. Der Baum ist kein Killer. Wir sollten den wütenden Nager verkaufen, Lady Hellbender wird verärgert sein. Was denn? Soll ich etwa Angst haben, nur weil sie die Hölle im Namen trägt? Sie leitet einen besseren Zoo. Das ist kein Zoo.
Das ist eine verflatte Armee. Könnten das vielleicht die Zoowärter sein? Mit Schusswaffen? Ich habe noch nie einen Zahn Warthogs gesehen. Aber sie zertrampeln gern andere zu Brei. Schon okay. Wenn's zum Schlimmsten kommt, fliehen wir zu Milan. Außer sie hat eine Flotte von Shia-Landungsschiffen. Ja, weil sie jede Menge Schiffe hat, um mit ihrem Monsterzirkus auf Tournee zu gehen. Ich korrigiere mich. Das sind keine Shia. Komm schon. Warum haben wir nicht hier angedockt und uns den unwirtlichen Weg gespart? Sehr gute Frage. Nächstes Mal fliege ich. In der Tat. Wir mussten unseren Plan perfektionieren. Jetzt ist er lang. Da ist keine Närrin. Wenn ihr Monster verschwindet, wird sie davon ausgehen, dass wir es waren. Ausgehen, ja. Aber nicht wissen. Zumindest nicht so sicher, um uns durch die Galaxie zu verfolgen. Soll das ein verflagter Witz sein? Seht euch diesen Ort an! Wie soll Gamora Groot finden, nachdem wir ihn verkauft haben? Ich finde jemanden, der es weiß und höre ihm zu. Willst du nach dem Weg fragen? Von Fragen war nicht die Rede. Dann ändern wir ihn. Ich lass dich das mit Groot nicht improvisieren. Gamora weiß, was sie tut. Sie wird eine Karte finden oder so. Ich bin die Navigatorin, richtig? Dann navigier dich mal aus dem Weg. Ich nehme meinen Tracker und hole ihn selbst raus. Wird schon schief gehen. Ein Galarenschild, das ist eine wahre Trophäe. Seht nur! Eine Frau mit teurem Geschmack? Gute Neuigkeiten für unseren Deal. Kommt schon, wir sind ein Team. Wir halten zusammen. Alle für einen und einer für alle. Das ist echt tiefgründig. Hast du dir das gerade ausgedacht? Ja, gerade eben. Es kommt einfach so, wenn ich spontan. Folgt mir und passt gut auf. Ihr werdet euch nicht Lady Hellbenders Thron nähern. Wenn sie sich euch nähert, bleibt ihr stehen. Keine plötzlichen Bewegungen. Ich erblicke euer Antlitz in Demut, meine Königin. Erspar mir deine leeren Plattitüden. Verzeiht, meine Königin, ich wollte euch in keinster Weise. Ich weiß, was du wolltest. Halt mich nicht für so einfältig. Ich sah schon viele, die behauptet haben, sie hätten einen Tara-Tara. Ihr zweifelt an seiner Echtheit. Wenn er wirklich ist, was du vorgibst, beweise es. Oder trage die Konsequenzen, wie jeder andere möchte gern Betrüger. Ich versichere euch, ich sagte, Milady, lass ihn frei. Wir kriegen das hin. Das geht schief. Blind solche Monstrositäten benötigt. Bringt den nächsten Händler und überweist 10.000 Units an die engsten Angehörigen des Letzten. Sprich. Hallo, ich bin Star-Lord. Okay. Drax der Zerstörer. Das Verhängnis des wahnsinnigen Titanen. Höchstpersönlich. Und welch ein Anblick. Deine Anwesenheit ehrt mich. Ihr seid viel kleiner, als ich erwartet hatte. Oh. Und was hattest du erwartet? Vielleicht kann ich da etwas möglich machen. Eher unwahrscheinlich. Abwarten, Zerstörer. Ich kann mitunter sehr nachdrücklich sein.
Peter Quill. Ich habe das Gefühl, sie flirtet mit mir. Das habe ich auch. Jackson Booty. Er scheint ja, hier. Spiel doch einfach mit. Schmeichel ihr oder sowas. Du kannst das. Ist vielleicht am besten. Dein Verhandlungsgeschick ist armselig. Lady Hellbender. Das scheint der Bekannte zu sein. Der Größe eurer Waffe nach seid ihr gewiss eine ernstzunehmende Kriegerin. Vielleicht kann ich dir ja mal eine Kostprobe geben. Ihr werdet eine passable Gegnerin. Sag mir, Zerstörer, was führt dich nach Seknaf 9? Peter Quill, zeig ihr die Kreatur. Yep. Ein Florakoloss. Ich habe gedacht, eure Art hätte man schon längst ausgerottet. Was verlangst du dafür, Zerstörer? 20.000 Units. 20.000? Er ist nicht so furchterregend wie der kleine Pelzige da. Aber er ist ein guter Krieger und hat regenerative Fähigkeiten. Außerdem ist er der letzte seiner Spezies. 20.000 ist ein angemessener Preis. Nein. Nein? Was meint sie denn damit? Krieger verlangen, darfst du unterstützen. Nein. Ha, du hast sie ja nicht alle, Lady. Rocket Drax kriegt das hin. Dann macht ein Angebot. 15.000. Und du bleibst hier. Was, du willst Drax kaufen? Kaufen? Nein. Ich investiere. Einen Krieger wie dich könnte ich an meiner Seite brauchen. Ich habe andere Verpflichtungen. Schade. Wir hätten so viel Spaß haben können. Dann 12.000 für den Flora-Koloss. No, 12.000 sind völlig okay für so ein Flora-Dingsbums. Was auch immer, Deal. 12.000 und Hand drauf. Drax war überraschend effektiv. Mal schauen, ob wir ihn befreien können. Das wird vielleicht ein bisschen knifflig. Galaktische Units. Die Stürme von Seknaf werden hungrig. Du verbringst die Nacht mit meinen Hellraisers und feierst mit ihnen als einer von uns. Ja, das ist toll. Wir werden, danke. Wir werden erstmal gut befreien und uns dann wieder rauskämpfen müssen. So ein Scheiß. Schlecht, dich in den Helden das tun zu halten. Nein, nein, natürlich mache ich das. Ich rufe dich an, versprochen. Hey, ihr solltet doch auf mich warten, wenn du so lange brauchst. Ich habe mir gerade ein Alibi klargemacht. Du hast geflirtet mit einer Seknaf-Bestienwärterin. Die bestätigt hat, dass wir Groot definitiv wahrscheinlich im Gehege für Neuzugänge finden. Und das finden wir wo genau? Definitiv wahrscheinlich. Ja, so weit war ich bei ihr noch nicht. Zum Glück folgen wir ja meinem Plan. Der Tracker zeigt Lady Schädeltussis Thronsaal an. Also, ich gehe da mal hin. Klitzekleines Problem. Wow, wenn die Jungs was anpacken, dann aber richtig. Sie sind stark alkoholisiert. Das muss aber nichts heißen. Ich bin mit dem Schwert besonders gut, wenn ich ein paar Drinks hatte. Wenn für Groot ein paar Knochenköpfe draufgehen müssen, was soll's? Wow, 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 hey! Wir wollen keinen Krieg anzetteln gegen eine Frau mit einer Privatarmee. Aber ausräumen geht. Wenn wir das nicht vergeigen und schön leise sind, sind wir da in 0, nix wieder raus. Drax, welchen Teil von leise hast du nicht verstanden? Der Tod ist leise, Peter Quill. Keine Toten. Fasst nichts an, macht nichts kaputt und redet irgendwo drauf.
Also macht einfach nichts Dummes. Wenn wir das vermasseln, heißt es Game Over für Groot. Und für uns auch. Staff mischen. Wie ein Sommerarsch. Eins muss man der Lady lassen. Sie weiß, wie man eine Party schmeißt. So war das bei den Ravagers auch immer. Yondus Motto war hart arbeiten, hart feiern. Bei Thanos endete beides meistens mit Mord. Vergleicht ihr schlechte Vaterfiguren? Meine hat mir zum Geburtstag ein Elektroschock-Halsband geschenkt. Sobald wir hier raus sind, schmeiße ich für euch eine richtige Party. Ah, ich werde zum Anlass passende Hütchen für alle basteln. Das geht schief. Es ist eine Schande, dass Leute, wir das Schergen so wenig vertragen. Hey, unser sogenannter Anführer ist das größte Leichtgewicht von allen. Ich bin kein Leichtgewicht. Ach nein, weißt du noch, damals im Iron Lotus? Nein. Keine weiteren Fragen. Der Eingang zum Thronsaal ist da unten. Also müssen wir, ihr wisst schon, über die Kluft springen. Leise. Also, ich habe mir das anders vorgestellt, als du diese Miethelden-Sache angepriesen hast. Vielleicht gibt Hellbender dir einen Job. Ich bin nicht die Person, an der sie interessiert ist. Das stimmt. Wir hätten Drax verkaufen sollen. Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es gedacht. Sie bei der nächsten Klemme könnten wir ein Date mit Drax versteigern. Ketethianer haben keine Dates. Wir beweisen unsere Fruchtbarkeit und sind dann würdig oder nicht. Bist du so bei deiner Frau gelandet? Hovard war die beste Killerin in unserem Dorf. Viele wollten ihre Zuneigung. Eine Frau nach meinem Geschmack. Da ist es. Direkt vor uns. Hinter dem nächsten Haufen Leichtgewichte. Bist du sicher, dass dein Tracker verlässlich ist? Glaub mir, das Baby hat sich schon bezahlt gemacht. Oh, du hast wirklich dafür bezahlt? Bezahlt, gestohlen. Hässliche Worte. Ich vertraue Rockets Dingsbobs. Wisst ihr noch damals auf Ansara? Ich erinnere mich nicht. Das war vor deiner Zeit, Muskelpaket. Quill wurde auf Sakaar beim Eierdiebstahl erwischt. Warum überrascht mich das nicht? Mein Dingsbums führte mich zurück zu ihm. Versteckt in einer Brüterei. Ich hab mich nicht versteckt. Doch, das hast du. Gib's zu. Ja, ich glaube, da muss Rocket mal ran. Wirk deine Magie, Rocket. Es ist keine Magie. Ich sag nur, hab ein bisschen Vertrauen, Warberry. Meine Tech hat die Klopfer gebaut, sie öffnet diese Tür und sie wird Groot finden. Du bist in der Alarm los. Bin ich gut oder bin ich gut? Das ist das. Der Thronsaal. Okay, und hier ist der Tracker sagt. Komm schon, du Mist, ich wusste, das Ding ist Schrott. Wir haben Groot mit dem Aufzug runtergebracht, oder? Sie will den Aufzug. Also müssen wir nur die Steuerung finden. Lady Ladida hat ihn wahrscheinlich auf ihrem schicken Stuhl da oben. Wir sind hier unten. Hellbender hatte sowas wie eine Treppe. Es muss einen Weg geben, sie von unten zu aktivieren.